herzlich willkommen zu den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. La 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 la. Comic Cookies Episode 85. Little Wonder Prolog. Es war einmal zu einer Zeit, in der es keine Menschen mehr gab. Als diese verschwanden, hinterließen sie eine Lücke. Und in dieser Lücke war Platz. Platz für Entstehung, Platz für Entfaltung, Platz für Erneuerung. Die Tiere wollten diese Lücke füllen und den Platz der Menschen einnehmen. Um jeden Preis. Es waren die Mäuse, die die Oberhand erlangten, mit Hilfe ihres überlegenen Wissens und ihrem technologischen Fortschritt. Ihr größter Fortschritt war das Felizid. Ein Gas, das ausschließlich Katzen tötet. Die Mäuse setzten diese Waffe ohne Rücksicht gegen ihre räuberischen Widersacher ein. Den Katzen blieb nichts anderes übrig, als sich zurückzuziehen oder an dem Gas zugrunde zu gehen. So wurden sie von majestätischen Raubtieren zu jämmerlichen Gestalten, die sich von ihren Feinden versteckten und um ihr Leben fürchteten. Eine Katze namens Lilly floh eines Nachts von den giftigen Schleiern in der Luft. Sie war die Anführerin der Katzen und wurde Katzenkönigin genannt. Sie wurde begleitet von ihrer Flughundfreundin Denia. Doch ihren Gatten verlor sie in jener Nacht. In ihrem Bäuchlein wuchsen 9 Adelskatzen heran, doch durch das Gas kamen 8 davon ohne Leben zur Welt. Nur eines gebar sie mit Herzschlag und Atem. Es war ein Mädchen mit Augen so leuchtend gelb wie die strahlende Sonne. Wie durch ein Wunder überlebte sie das Gift, doch hat es bei dem Kind seine Spuren hinterlassen. Das Kind war bemerkenswert klein, ja winzig, nicht einmal größer als eine Maus. Und so nannte Lilly ihren kleinen Schatz Little Wonder. Little Wonder. Little Wonder. Hallo. Ich dachte, der Podcast wäre damit rum. Ach so. Aber, ja, das war der Prolog zu Little Wonder. Und jetzt habe ich ja nur Text vorgelesen, aber das ist ein Comic. Wonder wie Wunder. Wie Wunder, ja. Und Little wie klein. Ja. Und jetzt wisst ihr auch schon, liebe Zuhörer, was Little Wonder eigentlich ist. Ist ein klitzekleines Katzenbaby. Aber das wächst noch heran. Wird dann zu einem Katzenkind, ja, zu einer Kätzchen und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, hat man hier auch schon mal erwähnt, oder der Patrick hat es, glaube ich, schon mal erwähnt, als wir den mal dazugeschalten hat. Ja, gut. Und wer hat es denn geschrieben, das Ganze? Wer meldet sich freiwillig? Wer war es? Wer meldet sich freiwillig? Ich war. Oh, die Illuminaten waren es. Das gehört woanders hin. Hallo, wer bist du denn? Ich bin Gordon, und ich bin der Autor von Little Wonder. Ja. Ja, ich habe diesen Comic, ich habe diesen Comic gezeichnet, geschrieben, alles alleine. Das ist so mein Single-Projekt oder mein Solo-Projekt. Ich mache das alleine. Mhm. Doch, das ist eigentlich nur eines von einer ganzen Reihe von verschiedenen Projekten, die ich da angehe, weil ich neulich ja auch noch was anderes veröffentlicht habe und Little Wonder selber, was hier gerade vorgelesen wurde, ist der Prolog zum ersten Band. Der zweite ist auch schon fertig, ist aber noch nicht wirklich veröffentlicht. Und der dritte Teil ist in Arbeit. Wird der dritte Teil das Ganze abschließen oder kommt da noch ewig mehr? Der dritte Teil soll die Geschichte an sich abschließen. Es gibt zwar Ideen dazu, dass man vielleicht noch Spin-Offs oder Prequels oder Sequels dazu schreiben, zeichnen etc. kann, aber ob ich das wirklich mache oder ob ich überhaupt die Kapazitäten dazu habe, das ist eine andere Frage. Ich habe auch schon mit jemandem gesprochen, dass man das eventuell sogar so machen kann, dass sogar andere Zeichner vielleicht ihre eigene Interpretation dazu machen könnten. Das war auch noch so eine Idee. Aber ich glaube, ich selber habe gar nicht wirklich die Kapazitäten bei all dem, was ich momentan mache, dass ich dann nach dem dritten Teil von Little Wonder noch weiter an Little Wonder weitermachen könnte. Ja. Wie
kam es denn überhaupt dazu? Oder ja, also das hat ja, ist ja bestimmt auch gewachsen, die Idee. Woher kam die Idee? Wie kam es zu diesem Projekt? Ich bin ein sehr großer Don Bluth-Fan von Kind auf. Ich habe mir sehr viele Don Bluth-Filme als Kind auch angesehen. Ich meine sogar, dass der erste Film, das, ich meine, das liegt sehr weit in der Vergangenheit, aber das, was ich als kleiner Bub so in Erinnerung habe, das war das erste Film, den ich, an den ich mich noch erinnern kann, Land Before Time, also in einem Land vor unserer Zeit war. Und da war ich vom Film schon von jung auf sehr fasziniert und ich wurde dann halt später so ein bisschen nostalgisch und habe mir gedacht, warum werden Filme eigentlich wieder so nicht wieder so gemacht mit dieser derartigen Atmosphäre, dass das so ein und das ja, wie gesagt, das ist halt einfach so ein bisschen Nostalgiebedürfnis. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, ich erfülle mir das halt ein bisschen selber und mache halt so ein Projekt, in dem ich dann, ich habe vorher schon Comics gezeichnet, die hatten allerdings einen ganz anderen Humor, eine ganz andere Thematik mit ganz vielen Kinderkrankheiten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, mach doch mal was Professionelles, steck doch mal irgendwo richtig Arbeit rein und mach einfach mal einen Comic, der diesen Don Bluth-Filmen oder anderen alten Animationsfilmen zumindest nahe kommt. Und Little Wonder sollte ursprünglich mal eigentlich in einem Band zusammengefasst werden. Dann habe ich aber festgestellt, oh, das ist so eine dicke, komplexe Story, die kannst du nicht in einem Band zusammenfassen. Und dann musste ich zu einem Schluss kommen, damit mir auch niemand vorher die Idee wegnimmt, wenn es auch nur durch Zufall ist, ja, habe ich mir gedacht, okay, veröffentliche jetzt mal sehr schnell etwas, das dieser Thematik nahe kommt. Macht das in drei Bänden. Und deswegen gibt es jetzt Little Wonder in der Mäusestadt, der erste Teil. Der zweite Teil ist Little Wonder in den Ruinen von Manhattan. Und den dritten Teil, den werde ich jetzt noch nicht, da werde ich den Titel noch nicht spoilern. Ich weiß auch noch nicht mal, ob das wirklich der offizielle Titel am Ende sein wird. Also hat im Moment eher einen Arbeitstitel für dich so und weiß noch nicht genau, ob das so. Jedes Buch, das erscheint, da möge der Verlag zwei Exemplare an die Deutsche Nationalbibliothek schicken. Die nehmen das dann auf in ihrem Katalog und damit ist auch, falls du irgendwann einmal vor Gericht zeigen müsstest, wann dein Buch erschienen ist in echt, dafür kann dann die Deutsche Nationalbibliothek ein Datum nennen. Bei uns wurde es dann und dann in den Katalog eingenommen. Das heißt, da soll jeder Verlag zwei Exemplare hinschicken. Wenn du das auch machst, hast du für deine Sicherheit, dass du ab diesem Zeitpunkt, wo es bei denen im Katalog ist, dass es dann von dir ist, zu dem Zeit veröffentlicht und dann kann keiner, der nach dir kommt und dir es, ich sag mal, klauen wollte, sagen, er war zuerst. Ja, deswegen veröffentliche ich auch Erstbände oder ein Teil von Erstbändern, die ich dann, indem ich die Bänder selber nochmal unterteile, auch über Neobooks, weil da hast du nämlich auch die Sicherheit, dass da, weil die deichseln das nämlich so, dass, dieser Online-Verlag, dass die E-Book-Version dann wirklich an diese Bibliothek verschickt wird und daher haben die das bereits. Gut, da hat dann man ist auch, das schon mal safe. Genau, denn man kriegt da auch die Copyright-Rechte, die sind dann offiziell auch digital hinterlegt. Ja. Also hast du das schon längst erledigt durch die Unterstützung von, was ist das für ein Verlag? Das ist Neobooks. Ob Neobooks, ja, ich würde sagen, Neobooks selber an sich ist der Verlag und die verschicken das dann halt einfach an Zwischenhändler. Google Books, Amazon Tolino. Ja. Also kannst du ein E-Book-Anbieter quasi. Genau. Jetzt gibt es ja dazu nicht nur die Bücher, also das Comic,
sondern da hast du auch ein bisschen was anderes noch mit vor, mit dem Projekt, ne? Da kommen wir da auch mal gleich zu. Erzähl doch mal ganz kurz, in welcher Form der Comic sozusagen schon erschienen ist. Es ist ja ein richtig, optisch kommt das ja richtig opulent daher und eine ganz kurze Inhaltsangabe vielleicht noch. Also ich meine, der Prolog verrät ja schon ein bisschen das Intro. Und ohne zu spoilern, kann man noch ein bisschen mehr zum Inhalt sagen? Ja, also ich meine, die Prämisse oder das Exposé an sich lautet einfach, dass es handelt sich um die kleinwüchsige Katzenprinzessin der Postapokalypse. Mhm. Das ist, warum das so eine düstere Prämisse ist, das hängt auch mit den Don Bluth-Filmen zusammen, weil, kann ich mal ein bisschen was zu Don Bluth sagen, mhm. Der hat nämlich früher mal für Disney gearbeitet, mhm. Aber damit er sich selber als Künstler weiterentwickeln konnte, hat er dann irgendwann den Entschluss gezogen, okay, damit ich meine Geschichten, meine Filme so machen kann und so erzählen kann, wie ich es will, ja, mache ich mich von denen unabhängig und mache mein eigenes Unternehmen auf. Und so ist dann Bluth-Film entstanden und sein erstes Werk, Mrs. Brisby, das hatte auch eine sehr düstere Erzählung. Ja, das ist der erste Film von ihm, wo ich im Kino war. Der war huiuiui. Mhm. Also der wirkte ganz schön düster, wenn man den als Kind im Kino sieht. Aber gut gemacht. Er hat noch richtig überzeugt, ja. Ja. Ja, man unterschätzt das halt so ein bisschen, wenn die Sachen so ein bisschen auf Disney oder wenn einfach die generellen Zuschauer so ein bisschen auf Disney geeicht sind, dann sind halt andere Erzählungen, die jetzt einfach mal eine andere Form haben. Die werden dann halt so ein bisschen unterschätzt oder so, aber diejenigen, die das dann wirklich sehen, die erkennen, okay, der hat sich da von niemandem beeinflussen lassen. Ich meine, als Künstler musste man sich ja immer irgendwie beeinflussen lassen, aber der hat das halt so gemacht, wie er es wollte und deswegen kam es gut an, weil er seine eigene Idee richtig umsetzen konnte. Ja. Also ich habe damals aus dem Kinofilm so einen runden Aufkleber mitgenommen, der dann jahrelang an meiner Zimmertür geklebt hat. Von Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Mhm. Ja. Ja, das ist einer. Was waren die anderen? Nur nochmal, um das kurz, also in einem Land vor unserer Zeit, hat sie gesagt noch, ne? Und Fallbild der Mauswanderer, war das auch von ihm? Genau, Fallbild der Mauswanderer. Ja. Dann hat er noch Anastasia gemacht, Titana Pebbles und Pinguin, oder auf in der deutschen Version heißt es Hubie der Pinguin. Hm. Und einer seiner wirklich guten Filme, das war zum Beispiel All Dogs Comes to Heaven. Der ist auch schön. Hm. Ah, ja, Charlie, ja, alle Hunde ja, kommen hier. Ja, genau, ja. Mhm. Ja. Ich glaube, das waren so ziemlich seine Highlights. Es gibt noch andere Filme, also es gibt noch Prequels und Sequels zu seinen Filmen. Er selber hat sich aber mal dazu, in einem Interview dazu geäußert, dass er diese ganzen Prequels und Sequels hasst. Mhm. Er hat wirklich gesagt, hate them. Ja. Ja. Und also er hat das auch dementsprechend argumentiert dadurch, weil die wurden einfach nur deswegen produziert, um das ganze Unternehmen noch ein bisschen weiter finanziell zu unterstützen, ein bisschen Geld zu machen. Und ich glaube, da hat er wieder so ein bisschen die Verbindung oder die Vergangenheit zu Disney gehabt. Ja. Und dann hat sich wahrscheinlich gedacht, jetzt mache ich genau das Gleiche wie der. Was mache ich denn jetzt? Ja. 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 Erscheint da heute noch was? Gibt's die Firma noch? Oder? Die Firma gibt's noch. Aber die liegt irgendwo in Arizona. Mhm. Ja, habe ich auch mal einen Little Wonder hingeschickt. Kam aber wieder zurück, weil da war, glaube ich, irgendwie niemand, der das unterschreiben konnte oder so. Mhm. Aber an sich ist diese Firma in Arizona eigentlich eher jetzt so eine Akademie für Animationsschnitte. Also er macht das jetzt, also die Firma also die hält sich jetzt wahrscheinlich über Wasser dadurch, indem die jetzt andere Leute ausbilden als Animationskünstler. Mhm. Mhm. Okay. Ja, gut. Kleiner Exkurs in die Richtung. Dann Little Wonder, außer dass es zwei schöne Hardcover-Bücher und dann demnächst ein drittes gibt, die richtig schön verarbeitet sind, richtig schön
in die Hand zu nehmen sind. Was passiert bei Little Wonder, außer dass es als Comic erschienen ist, noch? Ich habe mir gedacht, weil mich das früher in früheren Cartoons immer genervt hat, dass Katzen immer die Bösen sind und die Dummen und die Mäuse sind die Schlauen und die sind die Guten. Das war für mich immer so ein Schubladendenken. Habe ich mir gedacht, erzähl es doch mal ein bisschen anders und habe mir gedacht, ja okay, verkuppel doch mal eine Katze mit einer Maus. Weil du findest kaum irgendwie Filmliteratur, in der du solche Konstellationen hast. Manchmal schon, aber extrem selten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, warum sollte eine Katze eine Maus heiraten? Ich meine, die sind jahrelang verfallen und das kannst du auch, selbst in deiner Geschichte, kannst du das nicht einfach mal so ignorieren. Okay, sie sind verfeindet, aber Little One hat eine andere Situation. Also sie ist kleinwüchsig, wie in dem Prolog schon erzählt, durch ein Giftgas ist die halt so ein bisschen kleinwüchsig und hat die Körpergröße einer Maus und die ist Mäusen nie wirklich begegnet. Die wird die ganze Zeit in Sicherheit, weil sie halt so klein und hilflos ist, in einem Palast gehalten unter der Aufsicht von der Anstandsdame Dania, die eine Flughündin ist. Und die kümmert sich mehr um Little Wonder als ihre eigene Mutter, weil die einfach einen stärkeren Draht zu ihr hat und Little Wonder selber versteht nicht ganz, warum Katzen und Mäuse verfeindet sind. Und das macht sie auf der einen Seite zwar ein bisschen unparteiisch, ein bisschen neutraler und lässt sie auf so ein bisschen die ganze Situation aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Schon allein dadurch, dass sie klein ist, hat sie einen anderen Blickwinkel als die großen Katzen, das ist auch klar. Aber es macht sie auch so ein bisschen naiv, kann man sagen, also so ein bisschen leichtsinnig und aber auch dadurch wiederum ein bisschen abenteuerisch. Und ja, und das führt halt dazu, dass sie irgendwann durch einen Ausflug mit Dania, weil sie nämlich sehr künstlerisch ist, nimmt sie ihr Little Wonder auf Flüge nachts in die Umgebung raus, wo sie dann halt die Landschaften malt bei Vollmond. Und irgendwann begegnet sie halt der Mäusestadt und dann halt auch dem Mäuseprinzen Will Flairmaus. Ja, und also die begegnen sich und die lernen sich kennen. Die wissen erstmal nicht, dass sie adlig sind. Also Little Wonder kriegt da schon mit, dass er irgendwie adlig ist. Ab jetzt will ich nicht so sehr ins Detail gehen, sonst würde dann spoilern. Aber das sind so die Details, die ich schon wichtig finde. Da kommt es dann halt nämlich halt zu so einer komplizierten Beziehung, die dann halt immer komplexer wird und die Familien kriegen das dann halt auch irgendwie mit und da werden beide Charaktere dann immer mehr in eine Situation hinein manövriert, die sie später selber nicht kontrollieren können und versuchen das dann halt irgendwie zu deichseln. Die Buchveröffentlichung, hast du ja schon gesagt, gibt es einmal in E-Book-Format. Hast du auch eine gedruckte Version vor? Es gibt auch ein Hardcover in ganz limitierter Auflage, wobei die meisten eigentlich eher verschenkt wurden, einfach aus Werbezwecken, um das ein bisschen unter die Leute zu bringen. Ich habe auch welche an Prominente geschickt. Es gab so Spendenaktionen und insofern diejenigen, die es haben, sind vom ersten Eindruck halt her sehr entzückt. Und wenn du dir dann halt aber sowieso die E-Book-Daten ansiehst, es wird kaum gekauft. Ich muss allerdings auch dazu sagen, es ist, weil ich da halt auch noch neu in diesem ganzen Autorengewerbe bin und ich genau weiß, wie man am besten strategisch die Preise setzt, auch mit Aktionspreise, dass
da kann ich dann halt schon verstehen, wie so ein bisschen das Interesse da flöten geht, aber dann habe ich halt jetzt noch andere Projekte mit hinzugefügt, gestartet, die das ganze Little Wonder-Ding halt noch ein bisschen beliebter macht, weil das Problem liegt halt einfach nur darin, dass es sehr unbekannt ist. Wo kann denn jetzt der Zuhörer dein Little Wonder digital lesen? Wo muss er denn hingehen? Wie kommt er denn dazu? Also, wie kommen Sie denn überhaupt dazu? Kommen Sie dazu? Wie kommen Sie dazu, mein Little Wonder zu lesen? Lesen zu wollen? Ja. Na, weil der im Podcast hat auch den Prolog aber gelesen. Will ich auch lesen. Ja. Und na gut, es geht dann um süße Kätzchen. Eben. Kleine, niedliche, süße Streichelkätzchen. Ja, eben. So ist es. Ja. Ja. Es, also, die können, also im Grunde reicht es aus, wenn man. Das heißt, reicht aus. Also man sollte nicht einfach nur Little Wonder in eine Online-Suchmaschine eingeben. Das könnte irreführend sein. Was kommt da raus? Da könnte wahrscheinlich irgendwas anderes rauskommen. Es kommt was anderes raus, aber nicht das, was sie denkt. I want to show you my Little Wonder. Bisschen explizit, ne? Also keine Angst. Das sagt er immer während des Podcasts. Ja. Aber auf unserer Website steht nicht, Vorsicht Kinder, schaltet ab. Wir haben euch etwas mitgebracht. Ist ein Kinderriegel. So. Was? Ja. Also, wenn man den kompletten Titel eingibt, Little Wonder in der Mäusestadt, ja, das ist der Titel zu dem ersten Band, dann erhältst du wirklich Little Wonder Gordon Go, dann bekommst du wirklich die Links und die Bilder über eine Google-Suchmaschine mit dem Cover und so, die dich wirklich dahin weiterleiten, wo du dann halt letztendlich halt auch die Anbieter für das E-Book findest. Mhm. Okay. Also du hast auch eine eigene Website, die werden wir ja dann wahrscheinlich auch verlinken. Genau. Also, die verlinken wir auf jeden Fall so rum. Ich wollte eigentlich sagen, das ist wahrscheinlich eine eigene Website, die werden wir auf jeden Fall hier verlinken. So, ja. Also wir wollten wahrscheinlich sagen, dass du eine Website hast, die wir verlinken werden. Ja, haben wir jetzt genug der Wahrscheinlichkeiten ausgetauscht. Das wahrscheinlich wandert, ja. Ja. Little Wander. Ja, ja. Hörspiel? Was wollte ich Ihnen jetzt noch sagen? Hörspiel? Nee, wollte ich eigentlich noch hören, wollte ich jetzt gar nichts. Wollte ja gar nichts. Achso, ich wollte sagen, wie man dich schreibt. Also Gordon wie den Commissioner, ne? Von Batman. Ja, genau. Und oder wie und Alfs bürgerlicher Vorname. Genau. Und der Nachname G-O-H, ne? Genau, richtig. Richtig. Ja. Und so heißt du in echt. Das ist kein Künstlername. Genau. Das ist doch cool. Genau. Deswegen heißt mein Unternehmen ja auch Go Entertainment. Das ist doch geil. Oder Unternehmen to go, ne? Wir kennen ja noch, wie heißt Go Studio, wie heißt es vom Horst? Ja, so ähnlich, ne? Aber der schreibt sich ohne H, also wenn er es ja, O macht. Wenn er das in dem Fall macht, ja. Du bist aber ein Original Go, das ist Go. Go for it. Genau. Go. Go for it, ja. Irgendwann schreibt man Let's Go nur noch mit H. Mhm. Mhm. Ja. Let's go crazy, ja. Jetzt kannst du zum Hörspiel kommen, wenn du magst. Ah, Stichwort Hörspiel. Das, was der Steffen eben gar nicht, was wolltest du eben nicht sagen? Da wollte ich noch gar nicht hin, aber jetzt kommen wir da gerne jetzt hin. Jetzt willst du hin. Eben wollte er nicht hin, jetzt will er hin. Jetzt, das ist immer das Gleiche mit Kleinen. Aber. Jetzt will er da gar nicht hin, jetzt will er da hin. So, wie kommen wir jetzt zum Hörspiel? Was hältst du davon, wenn wir aus Little Wonder ein Hörspiel machen? Oder hast du die Idee auch schon? Erzähl mal. Ja, die Idee ist super. Das ist geil, wie man solche seine Ideen verkauft, oder? Hatte ich jetzt gerade spontan so die Eingebung? Die kam jetzt so eine super. Eingebung. Habe ich nichts dagegen. Ja. Also es gibt schon ein Little Wonder Hörspielprojekt. Oh. Und da sind ja jetzt mittlerweile auch sehr viele involviert. Mhm. Und ich habe halt vor, den kompletten ersten Band zumindest schon mal als Hörspiel aufzunehmen oder zu überarbeiten. Mhm.
Und ich dachte mir, man macht am besten so einen Comic für die Ohren dazu, dass man halt einfach vielleicht so ein Slideshow-Comic draus macht, indem man halt einfach die Audioaufnahmen von den Sprechern, die Charaktere übernehmen, mit den ganzen Panels als Hintergrundbilder als Video einfügt. Mhm. Sodass das quasi dann letztendlich wirklich wie so ein, nicht wirklich wie ein Animationsfilm ist, aber dann halt zumindest dem nahe kommt, ja. Ein bebildertes Hörspiel quasi. Genau. Mhm. Dann könntest du damit vielleicht auch auf, was weiß ich, wie heißt das, auf Veranstaltungen gehen oder sowas. Ja. Wenn jetzt irgendjemand so mit reinnimmt ins Programm. Also es gibt ja Leute, die lesen hier einen Comic vor und dann wird oben auch zu einzelnen Comicbildern am anderen und so könnte man das auf ähnliche Weise, es ist ja was anderes, wäre dann so richtig eingesprochen mit verschiedenen Sprechern. Ja. Ja. Zum Beispiel ein Prolog, den der Erzähler erzählt. Ja, so ähnlich wie das die Leute von 3 Fragezeichen machen, ne? Nur halt dann halt nochmal mit Bildern im Hintergrund. Ja. Ja. Den Leuten, denen einfach nur sich 3 Fragezeichen bilden, den böten wir jetzt noch Bilder, damit die sich gar nicht fragen müssen. Das ist gut. Mhm. Ja. Buchen Sie uns jetzt auf. Nein. nein, aber ihr seid ja jetzt erstmal dabei, das Ganze, ihr sag ich deswegen, weil du bist da mit involviert in dem Projekt. So ein bisschen, genau. Ja, als Sprecher. Als Nachrichtensprecher. Als Nachrichtensprecher? Noch nicht, aber vielleicht. Vielleicht. Die Nachrichtensprecher gibt es da gar nicht mehr. Die sind schon ausgestorben. Es gibt keine Menschen mehr. Dann übernehme ich eine andere Rolle. Nee, weißt du schon, was du da sprichst? Oder? Also bis jetzt ist eine Idee, dass ich zum Beispiel den Prolog dann sprechen werde. Also quasi den Erzähler. Zum ersten Mal gelesen habe ich den eben gerade. Ihr könntet ja sogar zuhören. Ja. Fürs Hörspiel werde ich es vielleicht nochmal vorher heimlich lesen, um es dann nochmal flüssiger. Nochmal üben. Genau. Satz für Satz aufnehmen. Satz für Satz. Buchstabe für Buchstabe. Ja. ES. Und dann rückwärts. Ja. Für die Heavy-Metal-Fans. Wir haben ja auch schon ordentlich gecastet. Wir haben im Grunde schon alle Voraussetzungen für die männliche Besetzung. Die Damen fehlen immer noch. Genau, wir haben noch keine Sprecherin. Also Mädels, wenn ihr das hier hört und Interesse daran habt, schreibt uns einfach, wir leiten das dann gerne weiter. Mhm. Ja. Und eventuell kriegen wir sogar ein Tonstudio. Mhm. Das wird aber momentan noch alles geklärt, aber hat sich jemand angeboten. Mhm. Ja. Also wir haben teilweise die Sprecher und die Crew zusammengewürfelt. Wir sind ja auch alle jetzt Teil von einem Frankfurter Comic-Stammtisch. Ja. Wir sind in der Region Frankfurt. Also ich meine, es darf sich jeder gerne melden, der Interesse hat, aber der Weg ist vielleicht weiter, wenn man tatsächlich im Tonstudio dann sein wird, wenn man aus Berlin käme. Mhm. Aber wem das Spaß macht, der kann gerne anreisen. Und wenn er aus der Gegend ist, ist der Weg umso kürzer. Wäre denn auch die Möglichkeit vorhanden, wenn jetzt jemand sagt, aus Berlin zum Beispiel, ich würde gerne teilnehmen, kann aber jetzt... Ich würde gern. Ich würde gerne. kann aber nicht nach Frankfurt kommen, dass man dann da in dem Tonstudio irgendwie was aufnimmt und das dann hier einreicht oder wie läuft das ganz? Wie hast du es denn überhaupt vor? Willst du dann als Regisseur quasi jetzt anwesend sein und dem Ganzen beiwohnen oder wie läuft das? Ja, da gibt es in der Tat mehrere Ideen zur Option oder mehrere Optionen zur Auswahl. Wir haben ja auch schon jemanden aus Bremen, der verdammt gute, da bestimmte Charaktere sprechen kann, auf die ich auch nicht verzichten will. Mhm. Und bei den Anreisekosten müssten wir halt einfach mal gucken. Ich würde das in seltenen Fällen würde ich sogar Anfahrtskosten übernehmen. Aber wenn es zu viele wird, wird es halt kompliziert. Ja. Es gibt halt allerdings eine Möglichkeit, wird gerade auch besprochen, ob man das Ganze nicht irgendwie vielleicht über Crowdfunding finanziert. Mhm.
Allerdings denke ich, muss ich mich da selber reinlesen oder muss mich halt mal von jemandem beraten lassen, der sich damit auskennt, weil ich selber kenne mich mit so Spendendingern, ich kenne mich da gar nicht aus. Ich habe sowas noch nie zuvor gemacht. Aber ich denke, also es muss einfach nur einfach an genug Leute kommen, die vielleicht ein Interesse daran hätten oder die das halt unterstützen würden. Und ich glaube noch nicht einmal, dass wirklich viel finanzielle Unterstützung dazu nötig ist, aber wenn wir so ein bisschen Unterstützung dadurch kriegen, dann wäre das mit Anfahrtskosten überhaupt kein Problem und so. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Da gucke ich nochmal, ob man das vielleicht über Crowdfunding machen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel neulich gehört, dass jetzt gerade in Berlin zum Beispiel gibt es wohl solche freien Tonstudios, da kann man sich dann irgendwie stundenweise einmieten und die dann nutzen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas hier in Frankfurt mittlerweile auch gibt, müsste man sich mal umgucken. Also das wäre dann ja auch nochmal eine Möglichkeit. Und wenn sowas auch in anderen großen Städten vorhanden ist, könnte man das vielleicht sogar so regeln, dass man dann sagt, okay, ihr nehmt es da auf, aber dann bist du halt nicht persönlich vor Ort, ne? Das ist dann halt das Nächste. Oder er reist dorthin. Oder er reist, ja, genau. Das wäre dann auch noch die Möglichkeit, ja. Es wäre natürlich auch möglich, was du vorhin gemeint hast, dass man, wenn es die Ausnahme ist und jemand kann einfach nicht da vor Ort sein, dass man die Person da wirklich vor Ort spricht oder dass ich vielleicht eine kleine Reise dahin übernehme. Das muss man halt gucken, aber das wäre in Einzelfällen tatsächlich möglich oder man macht es wirklich so, dass die Person das wirklich einfach aufnimmt und man überarbeitet das dann halt irgendwie auf dem Computer oder so. Wenn man es gut macht, wenn die Aufnahme nicht schlecht ist, finde ich auf jeden Fall sinnvoller, als wenn man da jetzt einfach eine Online-Aufnahme macht und dann, was wir auch mal bei einem Casting hatten, dass wir dann eine Aufnahme von der Aufnahme machen, nichts. Die Qualität wird am Ende Schrott sein. Ja, nee, das sollte dann schon 1:1 aufgenommen sein. Sind wir mal gespannt. Ja. Was hast du denn, oder wolltest du noch was fragen? Nö, zu Little Wonder. Also außer, dass es halt blöd ist, dass du jetzt keine Freundin hast, die Flughündin ist, dann musst du ja einen Zug nehmen. Ansonsten hätte die dich ja nachts rübertragen können nach Berlin und erst am nächsten Morgen ein Tonstudio. Aber es geht ja auch ohne Flughund als Freundin. Also nicht jeder hat sowas. Ja. In den seltensten Fällen zumindest. In den seltensten Fällen, ja. Ja, was hast du denn vor Little Wonder so noch gemacht? An Comic-Projekten oder, sagen wir mal, ähnlichen Sachen? Ich habe, das mit Go Entertainment ist eigentlich eher durch einen Zufall oder durch einen Scherz entstanden. An sich habe ich als erstes, was so Literatur anging, habe ich mich als allererstes mit so Horror-Kurzgeschichten beschäftigt. Ich war ich war Autor bei Kokoro Tamashi's Storyboard. Das war auch das war früher mal so eine Beep-World-Seite. Ich weiß nicht, ob es noch Beep-World gibt. Ich glaube nicht. Aber ich glaube, das ist so in der Versenkung gelandet. Das war vor sehr, sehr vielen Jahren. Ich glaube, gibt's noch, aber ist heute nicht mehr so bekannt und verbreitet. Ich habe es noch nicht angeklickt. Ich habe nur. Und da habe ich halt so Kurzgeschichten gemacht, es ist so eine Horror-Kurzgeschichte, die hieß Soul Taker, gab es auch irgendwie so zwei Teile, den dritten Teil habe ich nie zu Ende geschrieben, weil es damals noch Disketten haben und ich habe das immer nur auf Diskette gespeichert, die kann ich gar nicht mehr öffnen. Okay. Ich habe mich damals von der Spielereihe Silent Hill beeinflussen lassen. Und das war eigentlich an sich eine gar nicht so gute Kurzgeschichte, weil
das dann halt so ein bisschen wirkte, ja, es wirkte wirklich wie so ein Videospiel. Der Hauptcharakter war die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie Munition oder Verbandszeug zu sammeln. Ja, kann man ja schon wieder fast als Persiflage dann auch drauf praktisch sehen oder als Hommage auf ein Videospiel. Ja. Wer hat denn das so ähnlich gemacht? Da gab es ja hier Kid Paddle und sowas. Ist aber ein bisschen. Ja, Kid Paddle, ja. Und da gab's familienfreundlich. Ja noch, da gab es ja noch den Spin-off davon, Game Over. Da haben sie ja dann das auch so ein bisschen, gerade mit den ganzen Spielen, so ein bisschen aufs Korn genommen, dass sie dann immer wieder so ein bisschen an die Grenzen der Videospiele stoßen bei dem ganzen Ding. Ja, aber bei Kid Paddle und Co. ist es ja, ich sag mal, familienfreundlich. Ja, ja, vom Humor, ja, ja. Vom ja, ja. Optischen. Mhm. Ich glaube, bei dir war das früher alles so ein bisschen, oder was? Wie nennt man das? Ein bisschen expliziter. Das ist das Wort. Ja, wobei bei Game Over sind die auch in die Grube gefallen und so. Und das ja, aber das kann man so darstellen oder so darstellen. Ja, wahrscheinlich mit Blättern ein bisschen, ja, oder? Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Da gibt es. Aber der ist jetzt nicht für Erwachsene gedacht, sondern für die ganze Familie sozusagen. Ja. Wie war das bei dir? Bist du auch schon mal in die Grube gefallen? Nein. Also deinen alten Stoff kann man nirgends im Moment mehr online nachlesen, weil die Zeiten sind vorbei, oder? Kann man das noch irgendwo lesen? Gibt es das noch auf irgendeinem Website-Friedhof? Ja, man sagt ja im Internet, also das Internet vergisst nie. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwo noch gespeichert ist, aber ich glaube, es kann kein Mensch mehr darauf zurückgreifen. Höchstens die CIA oder die Illuminaten. Ja, ja. Die haben es gespeichert. Nee, Archive.org kann ich da immer mal empfehlen, wenn man aber die wenn er sagt, dass da nichts verloren geht im Netz, ja. Da ist auch nicht alles komplett vollständig. Nee, leider klar. Nicht. Das nicht. Aber gibt aber vieles. Man kann zumindest so segmentehaft an verschiedenen Tagen sich so langhangeln. Wir haben so eine Wayback-Maschine. Genau. Es gibt natürlich noch andere Projekte, aber dieses Soul-Ticket, das kannst du, oder generell diese Kurzgeschichten kannst du gar nicht mehr, also ich glaube, diese Seite gibt es gar nicht mehr. Ja. Und aber das war der Ursprung von Go Entertainment, weil ich da nämlich immer als unter der Überschrift hingeschrieben habe, Go Entertainment, weil ich das lustig fand. Ja. Dann habe ich das irgendwann in anderen Projekten fortgesetzt. Ich habe dann tatsächlich so eine, One-Piece-Kurzgeschichte, auch auf der gleichen Seite. Die habe ich dann irgendwann als Comic umgesetzt. Das hieß One-P. aber das gibt es auch als Comic gar nicht mehr. Knacke ist raus. Und da gab es dann halt immer dieses Go-Entertainment und das hat sich dann immer weiter fortgepflanzt. Aber ich habe das damals gar nicht so ernst genommen bei diesen ganzen Webcomics, die ich dann veröffentlicht habe auf meiner eigenen Website. Ich kenne das ja auch. Man hat ja immer so ein bisschen das Bedürfnis, wenn man irgendwie selber was macht in irgendeine Richtung kreativ, dass man dann irgendwie da auch seinen eigenen Brand draufsetzen will. Oder dass man im Hintergrund in irgendeinem Comic-Panel einen LKW langfahren lässt, wo auf der Plane ganz groß Go Entertainment rauscht. Auch nicht schlecht, ja. Noch weniger ernst genommen habe ich die eigene Qualität, weil war wirklich echt schrottig. Ja. Dann wurde es aber wurden meine Ideen immer ausgefeilt, dann wurde meine Qualität immer besser, weil ich immer mehr Arbeit reingesteckt habe. Mhm. Und es gibt also einen Titel, den du heute noch nachschauen kannst auf meiner jetzigen Seite, das ist Triple F. Ich weiß nicht, ob ich den Namen hier so aussprechen kann. Das Triple F basiert einfach auf Fluffy, Funny, Feline. Nein, das sind drei drei der meistgesuchten Internetbegriffe, die man so in eine Suchmaschine eingibt. F wie Fortpflanzung. Oh, ja, genau. Sagen Fortpflanzung. Was könnte das denn wohl sein, was man da eingibt? Naja, jeder, der Zeit nur linear vorwärts verlaufend wahrnimmt, das hat ja Interesse daran, dass die Fortpflanzung und der Erhalt des eigenen weiterträgt. Das haben wir jedes Mal drin, wenn wir die Zeit linear. Aber du weißt genau, dass wir hier in der Stadt am Rande des Universums sind. Und das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir wissen auch noch gar nicht, wer die Hosts des Abends sind. Ja. Das wurde auch noch nicht erwähnt. Die Hosts. Die Hosts des Abends. Und der Host und die Über. Oh Mann. Ja. Übrigens, hallo. Mein Gegenüber ist der liebenswerte,
legendäre Legende. Und mir gegenüber sitzt der liebenswerte, legendäre Steffen. Nee, du musst ja irgendwas mit Essen nehmen. Mit Essen? Der sensationelle Sexy oder sowas. Ach so, der Essen. Sensational Sexy Steffen. L-Punkt. Oh Mann. Die Frage ist jetzt, wenn du mir gegenüber und ich dir gegenüber sitzt, wo sitzt der Gordon? Der genial-grandiose Gordon. Geniale. Ja, Gordon. Go Entertainment. Yes. Ja. Er sitzt zu meiner Linken. Achtung, Werbung. Werbung. Das ist immer so Kennzeichen, nicht? Ja. Piep! Du musst das ja nicht mit Piep kennzeichnen. Das kannst machen viele. Das jetzt haben sich ganz viele Autoradios eingeschaltet, weil ich glaube, hier guckt die Staumeldung. Ja, bestimmt nicht bei deinem Piep, der klingt, als wäre gerade ein altersschwaches Huhn geschlachtet. Piep, das altersschwache Huhn. Tiergeräusche wie Fischgeräusche oder Piep, das Schmetterlingsgeräusche. Kurz Ruhe. Schmetterling. Ja. Piep. Diese Episode wird Ihnen präsentiert von Go Entertainment. Go Entertainment. Das Entertainment zum Mitnehmen. Das auch Sie entertaint. Piep. So, da sind wir zurück. So, jetzt sind wir wieder zurück. So, jetzt können wir weitermachen. Das ist nötig. Wir müssen es ja irgendwie finanzieren. Ja. Zurück. Meine PayPal-Verbindung hast du ja, Gordon. Hm? Ja. PayPal ist doch evil. PayPal, nicht evil. What? Evil. Ja. Hast du noch Fragen? Ich? Haben wir noch Fragen zu seinen früheren Projekten? Wo kommst du her? Wo gehst du aber hin? Du hast ja, wollen wir das hier erwähnen? Was denn? Ich frag jetzt einfach, zur Not schneiden wir das nachher raus. Ja, oder machen wir Werbung drüber. Ja. Oder ein Piep. 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 Die ganze Zeit Piep. Ich kann ein Piep sagen, während du gleichzeitig redest. Nein. Das stört nur. du hast dich ja auch in anderen Medien probiert vorher so ein bisschen. Wie kam es zum Beispiel zu deinem Filmprojekt, das da heißt, ich kann mir den Titel nie merken, also zwei Brüder mit irgendeiner Uhr, ne? Irgendwie sowas war das. Wie heißt das? Der Uhrenvergleich der Gebrüder Twinslow. Genau. Wir können drüber reden, wir sollten die Mitwirkenden zu nennen, weil... Okay. Das ist so ein Rohrkrepierer gewesen, weil die Qualität am Ende nicht so war, wie Leute sich dann so ein bisschen mit identifizieren würden. Und wir müssen den ja auch nirgends verlinken oder so, den gibt es ja eh jetzt nicht online oder sowas. Also von daher einfach nur mal kurz drüber, dass du auch in der Richtung so ein bisschen was gemacht hast schon mal. Ja. Und Geschichten erzählen in anderen Medien. Also dass wir jetzt... Weil die Leute fragen sich jetzt vielleicht, wie kommt es jetzt, dass da einer Comics erzählt, will aber daraus ein Hörspiel machen. Also das ist jetzt zumindest was Ähnliches dann zum so ein bisschen ist der Gordon im Tausendsasser. Ja, genau. Ja. Richtung Film, nur halt jetzt nur Audio in dem Fall. Kann man den Film irgendwo sehen? Ist der irgendwie, was weiß ich, bei irgendeiner Video? Gibt es ja nicht online. Gibt es nicht online. Nicht, ne, oder? Nee, den gibt es nur bei Area 51. Ah. Da musst du da hin und den Laut leihen. Der liegt da, wo die Atari-Spiele von E.T. Damals. Genau. Echt? Und die geheimen. Und manch einer hier am Tisch hat noch, manch zwei wahrscheinlich, hat noch die ein oder andere Kopie davon. Mein Gehirn brät gerade wieder eine Idee aus, wie man einen Comic macht, in dem E.T. selber in Area 51 E.T. spielt und verzweifelt. Okay. Ja. Das könnte einfach mal für die jüngere Generation, mach doch mal einen Comic draus. Ja, oder soll das oder, ein Comic mit erhobenen E.T.-Zeigefinger sein? oder du machst sowas wie einen wöchentlichen Comicstrip vielleicht noch. Wo du sagst, so solche Gehirnfürze verarbeite ich da einfach mal. Ja, das kann man auch machen. Kann man auch machen. Oder leitest halt Nachwuchstalente an. Ja, kann man auch machen. Ja. Ja. Ja, du hast, wie gesagt, lass uns da nur mal ganz kurz drüber reden. Du hast auch schon mal sowas also in eine andere Richtung gemacht, in Richtung Film. Du hast einen Stummfilm gedreht, ne? Ein Stummfilm war das. Genau, das war ein Stummfilm. Mhm. Ich habe den damals synchronisiert.
Und deswegen kam er jetzt auch auf mich, dass ich vielleicht Sprecher für... Man hat vergessen, ihm das Mikrofon zu geben. Ach so, du hast die... Ja, richtig, du hast die Musik so gesummt, dass am Ende wirklich die Musik bei rauskam. Mhm. Am Klavier gesessen. Nein, er hat das gesummt. Er hat das so gesummt, dass es wie am Klavier klang. Wow. Mhm. Das ist echte Kunst. Hier, entdecke die Möglichkeiten. Dann kannst du ja uns mal ein neues Titellied summen beilegen. Ja, nicht jetzt. So. Ja. Ja. Wie kam es dazu? War das irgendwie ein Studentenprojekt oder was war das? Oder? Nein, es war eher so, dass ich hatte halt irgendwie die Absicht, Go Entertainment so ein bisschen weiterzuentwickeln, weil ich halt einfach irgendwie... Das war dann schon unter dem Label. Ja, ja, genau. Mhm. Und ich hatte halt Go Entertainment halt irgendwie entstehen lassen, ohne es wirklich beabsichtigt zu haben, und habe mir dann aber gedacht, hey, es macht eigentlich super viel Spaß, auch Filme zu machen. Ich habe nämlich früher auch Cosplay-Veranstaltungen oder generell so japanisch-kulturelle Veranstaltungen halt besucht, wie den Cosday oder die Buchmesse, und hab da halt auch Interviews gedreht mit Cosplayern und hab dann halt auch geschnitten und so, und hab halt festgestellt, was für einen Spaß das macht, und hab dann halt so eigene YouTube-Videos veröffentlicht, hab mir dann gedacht, ja, eigentlich wäre es doch voll lustig, wenn du dann halt, weil du das dann halt auch so mit einem Kollegen dann halt schauspielerisch untermalt hast, für die Überleitung und so, warum machst du nicht einfach mal ein richtiges Filmprojekt? Und an sich wusste ich ja noch nicht so richtig, was Go Entertainment eigentlich ist, in welche Richtung es geht. Und kann ja theoretisch alles sein, erstmal, ja. Ja, und dann habe ich mir gedacht, probier doch einfach mal alles aus, ja, und was halt als Rohrkrepierer endet. Da hast du halt deine Erfahrung mit und sagst dir, okay, du weißt halt, wie man hier, da hast du halt gelernt, wie man so und so was macht und wie man sowas so und so was nicht macht. Und beziehst halt deine Lehre draus und man hat es mal probiert, ja. Ja, genau, man hat es halt probiert. Man hat eine Erfahrung gemacht, ja. Und eigentlich wollte ich halt, es war das sogenannte Time-Travel-Projekt, dass ich halt Filme wie früher drehe. Das müssen wir hier drehen. Ja. Also er ist ja aus der Zukunft in die Vergangenheit gereist, um ein paar Filme zu drehen. Ja, genau. Und dabei kam er heute hier vorbei. Gar nicht weit weg, zum Beispiel hier ist ja der Hessenpark. Ja. Da könnte man theoretisch sowas ja auch mal drehen. Der Park meiner TARDIS. Ja. Ja, aber da gibt es schöne Häuser, die... Genau, das könnte man mal als Hintergrund nutzen, zum Beispiel für sowas. Müsste man dann halt gucken, ob man da überhaupt eine Drehgenehmigung braucht oder bekommt oder ob das so einfach ist. Ja. Aber könnte man theoretisch mal in die Richtung, wenn du wieder mal sowas vorhast, weiß ich jetzt ja nicht. Aber im Moment bist du ja erstmal genug ausgelastet mit deinen, sag ich jetzt mal, Comic-Projekten und den Projekten, die da drum rumspielen. Und das sagt man ja nicht so einfach, weil du sagst jetzt, okay, die ersten zwei Bände von Little Wonder habe ich schon fertig, der dritte auch schon fast. Dann hat er doch Zeit. Nee, hat er nicht, weil er ist gerade am nächsten Comic-Projekt schon wieder dran. Und das wäre so der eigentliche Aufhänger, weswegen wir gesagt haben, wir setzen uns heute mal zusammen. Hast du auch einen ordentlichen Stapel dabei? Ja. Lass uns das doch mal kurz vorstellen. Was ist das, um was geht's da? Das ist Space Insects. Space Insects ist ein Comic-Projekt, das ich mit einem anderen Kollegen vom Comic-Stammtisch zusammen gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, man muss sich mein Gehirn ungefähr so vorstellen wie ein Urknalleffekt. Da irgendwie kommt da halt sehr viel Materie in meiner Kindheit rein und ist irgendwann nach meiner Pubertät explosionsartig expandiert und wollen jetzt alle Sachen irgendwie raus. Und damit ich keine Migräne bekomme, muss ich manche Sachen halt irgendwie umsetzen. Ja. Und dann habe ich halt gedacht, okay, da kam jetzt halt irgendwie so eine Idee aus meiner Kindheit, die habe ich dann halt auch irgendwie jetzt als Comic-Projekt umgesetzt. Aber damit das nicht so umfangreich wird und mich nicht zu sehr belastet, habe ich mir gedacht,
mach doch einfach mal eine Zeichentrickserie raus, aber du hast keine Ahnung von Animationsfilmen. Du musst das anders machen. Du musst dir die Leute suchen, die sich damit auskennen, aber damit du das richtig pitchen kannst, musst du es irgendwie anfangen. Und dann habe ich den Pilot einfach mal als Starter-Comic gestartet und habe dann halt so einen 56-seitigen Comic draus gemacht und den dann halt in der großen Auflage, in einem kleinen Format produzieren lassen und weil ich so eine große Auflage habe, habe ich halt einfach mal gedacht, hey, die Hälfte davon, du kannst es dir leisten, die Hälfte davon einfach zu verschenken. Und das ist meiner Meinung nach wahrscheinlich die bessere Strategie, sowas zu veröffentlichen. Und deswegen liegen auch derzeit viele Bände in einem Comicladen halt aus. Ich weiß nicht, kann ich den Laden nachher einfach mal so nennen? Ja, das ist das Terminal Entertainment, T3, ja, Eschersheimer-Tor. Turm. Eschersheimer-Turm? Ja. Also da hast du es schon mal ausgelegt und du hast auch das Comic-Projekt jetzt einfach schon mal, ich sag jetzt mal, wild in Anführungszeichen durch die Gegend geschickt. So ja, ein bisschen. Genau, es haben auch Prominente bekommen. Ja, wie kommt man jetzt wiederum auf die Idee? Also gut, bei dem anderen haben wir die eindeutige, sagt man, Inspiration ja schon gehabt mit Don Bluth und den Filmen, genau. Don Bluth, Blut, wie wird er ausgesprochen? Ja, irgendwie so, ne? Also, ja. Ich nenne ihn einfach Don Bluth. Don Bluth. Ich finde, das hat so ein bisschen Flair. Okay. Und wie kommt es... Lass uns doch erstmal ganz kurz inhaltlich nochmal drauf eingehen. Also es geht jetzt um die Space Insects, also Insekten. Ne? Genau. Weltallinsekten. Genau. Mal frei übersetzt. Weltrauminsekten. Wie kommst du auf die Idee, dass da ausgerechnet Insekten die Hauptrolle spielen? Wie hat sich entwickelt, die Idee? Genau, wie hat sich entwickelt, Was ist da wieder schiefgelaufen in deinem Kopf? Was ist da wieder schiefgelaufen? Ja. Um mal so zu sagen. Was da schiefgelaufen ist, da muss ich wieder auf meine Kindheit zurückblicken. Ja, wäre bei mir jetzt ähnlich. Ich habe ja auch wahnsinnig viele Zeichentrickfilme. Wir haben uns darüber ja schon mal unterhalten, auch beim Stammtisch und so. Wir sind beide jetzt so Generationen, die sehr viele Zeichentrickfilme damals geguckt haben, Serien und sowas. Und, statt zur Schule zu gehen. Ja, hätte es damals Handys gegeben, so wie heute. Dann wäre das wahrscheinlich gewesen, dass man sogar während der Schulzeit dann einfach mal so Knopf im Ohr hier, oh, die Schlümpfe. Ja, zum Beispiel. Aber kommt so aus der Richtung die Inspiration auch dafür oder wie kommt es dazu? Oder ist es ein bisschen anders? Es ist ein bisschen anders. Also der Ursprung von Space Insects ist, ich bin ein riesen Trekkie, ja. Ah, okay. Und früher habe ich dann halt mir einfach gedacht, weil es mich auch wieder so ein bisschen genervt hat, dass Weltrauminsekten oder generell so insektoide Wesen dann halt einfach nur immer als die Bösen dargestellt werden. Okay, jetzt, ja. Dass ich mir gedacht habe, hey, mach doch einfach drehst das gerne um praktisch so. Ja, genau. Okay. Mach doch einfach mal Insekten als Helden, ja, als Erforscher. Und die Space Insects waren früher ein Spiel, das ich früher mit meinen Freunden, da war ich 10 Jahre alt oder so, gespielt habe. Und hab dann halt irgendwie so lustige Charaktere, die so auf der einen Seite so ein bisschen Star Trek-artig rüberkam, ja. Oder auf der anderen Seite so ein bisschen Starship Troopers-artig rüberkommen, ja. Das waren früher so, das waren halt, es waren Insekten im Weltall.
Ja, und die lebten auf einem Wüstenplaneten und die haben sind halt durch die Gegend gereist und haben halt auch Feinde bekämpft, wenn sie sich als Bedrohung dargestellt haben. Die haben gegen die Termiten gekämpft und so, wie man das aus Dokumentationsfilmen kennt, weil ich früher auch immer Dokumentationsfilme geguckt habe als Kind. Mhm. Und ich immer sehr begeistert von Insekten war und das war halt auch der Grund, warum ich halt später Biologie studiert habe. Mhm. Später habe ich dann halt festgestellt, eigentlich ist einiges aus deinem Kindheitsding so ein bisschen schwachsinnig, weil die Charaktere waren damals alle Kerle. Mhm. Und die Hauptcharaktere waren so Johnny, Harry, Carrie, Joe und Captain Jake, ja. Und vieles davon war auch sehr klischeehaft. Und da musste ich einiges ändern, als die Idee wieder neu aufkam, als die Nostalgie wieder aus mir rausströmte und ich mir gedacht habe, okay, du musst aus diesen ganzen Charakteren wieder Frauen machen, weil die Arbeiterkaste bei den Ameisen ist eigentlich männlich und weiblich und du hast sie wie Männer dargestellt. Mhm. Da habe ich mir gedacht, okay, du machst aus den Frauen, aber ich hatte keinen Bock, aus denen die Namen zu ändern, also habe ich die Namen so gelassen, wie sie sind. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, du behältst die Namen, aber du änderst halt das Design von denen um, ja. Mhm. Deswegen haben jetzt alle Männer Frauennamen und alle Frauen haben Männernamen, weil du jetzt halt zu faul bist, die Namen zu ändern. Mhm. Ja, und der andere Hintergedanke ist, ich wollte die Insekten an sich so ein bisschen wieder beliebter machen, weil wir haben ja momentan auch so ein bisschen das Problem mit Apokalypse und so, weil wir versprühen einfach mal überall Glyphosat über die Felder, töten damit alle möglichen Pflanzen und damit die Lebensvoraussetzung für Insekten und diese Insekten selber werden durch das Zeug auch irgendwie vergiftet und wir verpesten sowieso unsere ganze Welt. Deswegen, in all meinen heutigen Comics hast du irgendwie so eine Verbindung zum Weltuntergangsszenario. Mhm. Und deswegen ist auch in Space Insects, genauso wie in Little Wonder, die Menschheit ist irgendwie so ein bisschen kaputt. Das gehe ich mal so ein bisschen auf die Prämisse hin, ja. Die Welt in Space Insects, die Erde ist total zugemüllt durch die Menschheit und die ist nicht mehr bewohnbar. Deswegen haben sich die Menschen gedacht, hey, wir bewohnen jetzt einfach mal den Mars, wir terraformen all die Lebewesen, die wir noch haben, die haben wir eigentlich nur in Zuchtstationen irgendwo auf der Erde. Mhm. Und wir schicken jetzt eine Sonde mit all diesen Proben, auch vor allem Insekten- und Wurmproben, ja, und Pflanzenproben und so, nennen diese Sonde Allgen und das Projekt nennen wir auch Allgen und wir schicken diese Sonde zum Mars, ja. Mhm. Die Sonde kam noch nie da an. Mhm. Und es ist auf der anderen Seite haben wir nämlich auch ein Problem, nämlich wie geht man mit seinen Mitarbeitern um? Wie geht man generell generell Firmen, da gehen die Mitarbeiter auf die Barrikaden, weil unsere Mieten in die Höhe steigen, während die Löhne immer weiter sinken. Und das gleiche Problem haben wir hier auch. Deswegen ist einer der Hauptcharaktere ein Müllmann namens Dimitri Pavlov. Mhm. Pavlov deswegen als Anspielung auf Pavel Tschechow. Ah. Und er hat aber keine irdische Nationalität, er ist Marsianer. Deswegen ist er neutral, ja. Er heißt einfach nur Dimitri Pavlov und hatte Tschechow auch ein Müllauto gefahren, gesteuert? Naja, vielleicht in der Klassikversion, aber in der Neuverfilmung ist es kein Mülleimer mehr. Die Firma hat sich da ja dann weiterentwickelt, ne? Ja. Und ja, deswegen dieser Müllmann soll dann halt, es gibt halt so eine Müllgesellschaft auf der Mars und die suchen halt diese Sonde und haben deswegen ein Kopfgeld, sage ich mal, so ein Finderlohn ausgestellt und der Dimitri sucht die Sonne und verfliegt sich dann irgendwie im Universum im Andromeda-Nebel und jetzt kommt's. Mhm. Er findet dort oder er wird dort gefunden, bewusstlos in seinem Müllraumschiff
Von Insekten, die im Andromeda-Nebel leben. Und er ist nämlich jetzt im Andromeda-Nebel verschollen, so ein bisschen wie Lost in Space oder so ein bisschen wie Gilligans Insel. Passt, ja. Ja. Geschrieben. Okay, also die finden den und schleppen ihn an Bord der sogenannten Boring Rock, also der langweilige Fels. Mhm. Und das ist eine Raumstation, die das Wurmloch untersuchen soll, durch das Dimitri aus Versehen reingeflogen und im Andromeda-Nebel verschollen ist, nicht verschwollen. Verschwollen ist er nicht. Ein bisschen verschwollen ist er durch das Wurmloch schon. Obwohl, es gibt da so ein Bild, das können wir ja später mal dann irgendwie auch nochmal einblenden, da sieht er wirklich ein bisschen verschwollen aus. Da ist er verschwollen. Ja, genau. Oh je, also das tut bestimmt weh. Also es handelt sich, liebe Zuhörer, nicht um ein Porno-Comic, auch wenn es manchmal so klingt. Wurmloch und verschwollen. Und Space in Sex. Genau. Ja. Sondern? Sex fällt ab. Sondern? Sondern es geht ja um Insekten, die einen Müllmann finden. Aus verschiedenen Völkern quasi, ne, oder? Ja, genau. Ja. Aus anderen unterschiedlichen Spezies. Die Dominanten in einem bestimmten Sternenhaufen heißen, da sind die Ameisen. Hm. Die sind sehr zivilisiert, aber die haben halt auch ihre Problemchen. Mhm. Und die Ameisen, denen gehört auch diese Raumstation. Und der Hauptcharakter Johnny Starschein, mhm, also der weibliche Hauptcharakter, sammelt den ein und bringt den auf die Station, wo er dann wieder das Bewusstsein wieder erlangt. Mhm. Und dann natürlich ist er erstmal geschockt, ja. Warum haben jetzt auf einmal die Leute um mich herum vier Arme? Mhm. Und er bekommt halt einfach einen Kulturschock dadurch, indem sie ihn halt einfach durch diese abgefahrene Station führt, wobei Kulturschock hier mit Anführungsstrichen erwähnt werden sollte, weil vieles auf der Station oder generell bei den Ameisen ist dem sehr ähnlich, was Dimitri selber von der Erde oder beziehungsweise von Mars kennt, ja. Mhm. Also die Geflogenheiten, die Floskeln, die Benimmregeln, die Kleidung, also die Mode. Mhm. Da stellt sich ihm dann schon so ein bisschen die Frage, warum ist sie alles gleich und warum sind Insekten hier im Andromeda-Nebel, warum bin ich im Andromeda-Nebel und das damit mit all diesen Informationen wird er erstmal überflutet und versucht das Ganze zusammen zu basteln, ja, und das ist der eigentliche Knackpunkt. Warum sind Insekten im Andromeda-Nebel, warum sind sie zivilisiert, ja? Und was hat Dimitri damit mit dem Ganzen zu tun? Hat das irgendwas mit der Olgen-Sonne zu tun? Hat die was falsch gemacht? Hat die aus Versehen die falsche Galaxie geterraformt? Ja. Wie ist sie überhaupt dahin gekommen? Wahrscheinlich auch durch das Wurmloch. Aber das sei jetzt mal am Rande erwähnt. Mhm. Aber da tun sich einige Fragen auf. Und an sich wird Dimitri eigentlich nur in eine Verkettung von Abenteuern reingeleitet, in die auch diese Space Insects auf dieser Raumstation hineingeraten. Ja? Mhm. Weil die Ameisen haben nämlich ein folgendes Problem auf der Station. Die können sich gegenseitig nicht ab. Mhm. Ja. Das ist wie bei uns in irgendeiner Firma, bei der man jetzt arbeitet, obwohl man da nicht arbeiten will. Mhm. Ja, man hat seinen Job, man ist irgendwie da reingerutscht, die Insekten sind da auch irgendwie reingerutscht und die würden aus irgendwelchen Gründen auf dieser Boring Rock, auf dieser Station da stationiert und sind jetzt erstmal davon überzeugt, dass sie dieses Wurmloch untersuchen sollen. Und mit Dimitris Besuch wird aber so ein Domino-Effekt ausgelöst, ja, mhm, weil auf der Boring Rock ist an sich überhaupt nichts los. Das ist scheiß langweilig. Darf ich hier Scheiße sagen? Naja. Steffen hat es ja erlaubt. Solange du nicht übertreibst. Solange okay. Du Scheiße nicht übertreibst. Aber ich glaube, Langeweile findet jeder von uns ein bisschen scheiße, ne? Also ich finde, Langeweile ist ein schlimmes Wort. Das dürftest du eigentlich nicht sagen. Ah je, das wird weggepiept. Lieber Zuhörer, wenn ihr auch wenn ihr auch täglich zur Arbeit geht und euch ähnlich fühlt dabei, nennt ab jetzt eure Arbeit einfach Boring Rock. Genau. So, Wochenende ist rum, ihr müsst wieder zurück zum Boring Rock. Genau. Hm.
Und naja, warum ist das so ein schrecklicher Arbeitsplatz? Wegen dem Personal. Da sind einfach 5 Ameisen stationiert, die sich zwar schon irgendwie kennen, weil sie den gleichen Arbeitsplatz haben, weil sie da auf der gleichen Station arbeiten, aber der Captain ist nie da, der wird ständig in Urlaub geschickt. Ich glaube, das kennen wir auch irgendwie. Der ein oder andere von uns kennt das bestimmt. Mhm. Ist nie ansprechbar. Wenn er da ist, macht er nur ganz merkwürdige Vorschläge. Mhm. Johnny selber ist so ein bisschen schüchtern, aber auch so ein bisschen neugierig. Sie ist an sich eine Außenseiterin. Mhm. Ich muss auch nebenbei vielleicht noch erwähnen, Johnny ist deswegen eine Außenseiterin, weil der Ursprungs-Johnny aus meinem Kindheitsspiel auch ein Außenseiter war, aber er war eine Witzfigur. Es war zwar schon ein Protagonist, aber an sich hatte er nur die Rolle, blöd zu sein und nicht ernst genommen zu werden. Und das habe ich dann halt in diesem Comic so geändert, dass Johnny die Hauptfigur ist und an sich hat sie aber sehr viel zu erzählen. Und sie ist zwar die Außenseiterin, aber muss dann halt aus sich herauswachsen, um ernst genommen zu werden. Und da ist halt so die Entwicklung, diese 5 Charaktere. Es geht darum, dass die sich während der gesamten Story immer weiterentwickeln. Mhm. Wobei das halt mit ihren Kriterien, mit ihren Arbeitskriterien so ein bisschen anfängt. Ja, Chef ist nie da. Und der Chef ist übrigens eine Schauspielerin. Mhm. Die ist nur deswegen an Bord, weil sie eine Rolle irgendwie haben wollte und das ist so ein bisschen wie, das ist so eine Mischung aus dem Captain aus dem Film Galaxy Quest oder Tom Cruise aus dem Film Edge of Tomorrow. Ach, Tom Cruise, der hat auch für mich mal Stuntman-Double gemacht. Ja, genau. Erzähl weiter. dann gibt's noch Joe. Joe ist Hardcore-Ameise, das ist übrigens eine Gewehrkugel-Ameise, die sehr militant ist und sie ist dort Sicherheitschefin. Sie übertreibt aber immer mit allem, was sie tut und allem, was sie sagt. Sie macht das so ein bisschen wie in der Armee, aber was sie halt nicht kapiert ist, dass die Space Insects eigentlich eine Forschungseinheit ist oder eine Forschungsorganisation und keine Armee. Mhm. Und das, auch sie wurde irgendwie halt durch bestimmte Gründe, die ich jetzt nicht spoilern will, auf diese Station geschickt. Mhm. Dann gibt es noch Prinzessin Harry. Also an sich, Harry, der Ursprungs-Harry, war eigentlich auch ein Soldat mit einem Jetpack. Und ich habe mir gedacht, okay, du machst aus der neuen Harry, machst du eine geflügelte Version. Also ist sie sozusagen eine fortpflanzungsfähige Ameise, eine Feuerameise. Mhm. Aber da sie jetzt Flügel hat, ist sie an sich ja eigentlich theoretisch eine Prinzessin. Und dann musste ich so ein bisschen schmunzeln, als ich auf den Gedanken gekommen bin, dann ist sie ja aber theoretisch Prinzessin Harry. Und dann habe ich das noch weitergeführt und habe gedacht, okay, gib ihr den Job Pilot. Mhm. Und dann sind alle Klischees bedient bei ihr. Sie ist übrigens extrem voreingenommen und hat so ein bisschen, sie hat so ein bisschen Familienflucht. Sie flüchtet so ein bisschen vor ihrer eigenen Familie aus Gründen, die sie jetzt auch nicht spoilern will. Mhm. Zieht sie sich immer mal eine Nazi-Uniform an oder? Nee. Nein, das ist ja auch für Jüngere. Also das ist schon so für. Ja, okay. Das du meinst wegen der Prinzessin, die auch so heißt. Genau. Ja, ich würde sagen, so, das ist schon so zwischen 10 und 40 Jährige. Leserschaft. Genau, Leserschaft. Also für die Jüngsten. Genau. Und uns. Genau. Ja. Und dann gibt es halt noch Carrie. Mhm. Carrie ist halt, die redet nie. Die ist total untransparent. Du weißt nicht, was sie denkt, du weißt nicht, was sie will. Sie will auch keinen so richtigen Kontakt aufnehmen und sie macht aus ihrem ganzen Leben und allem, was sie an irgendwie angeht, macht sie ein Riesengeheimnis und deswegen vertrauen ihr viele nicht oder wirkt so ein bisschen unsympathisch oder so ein bisschen arrogant, weil sie halt den Kontakt mit den anderen so ein bisschen verheimlicht und das ist halt für sie die Storyline, dass halt die Geheimnisse ihres Lebens so ein bisschen aufgedeckt werden nach und nach und das wird halt sehr interessant. Mhm. Ja.
Das waren die Charaktere. Ja. Okay. Ja gut, zur Story verraten wir jetzt an der Stelle natürlich nicht zu viel. Wo gibt's denn den Comic für Interessierte? Wie kommt man dran? Wie kommt man dran? Beim T3, weil wir haben, beziehungsweise es gibt natürlich auch hier wieder eine E-Book-Version, so wie bei, das ist genau wie bei Little Wonder. Mhm. Der gleiche Hintergedanke, ich will die Copyright-Rechte mir sichern, auch für den Titel. Und es gibt noch Alternativtitel, die ich jetzt nicht nennen werde. Das hat alles markttechnische Gründe, aber die gedruckte Version, das sind, ich habe 1000 Exemplare drucken lassen. Mhm. Und ja, viele, also alle Comicläden, die Interesse daran haben, ne? Mhm. Generell an dieser Story. Ich lasse auch gerne mal Probepakete dort ausliegen, auch umsonst. Später muss ich sie aber irgendwann mal verkaufen. Ah, die Kunden nehmen sie heute umsonst mit und müssen sie in 5 Jahren zahlen. Weil das ey, das ist eine gute Strategie. Das nochmal so angeschrieben, weißt du, sie hatten vor 5 Jahren eins meiner Comic mitgenommen. Genau. Ah, ich hätte das Ganze irgendwie... Zahlungsziel 5 Jahre. Mit GPS-Sensor und so. Ja. Das darf ich nicht verraten. Das ist da alles, das ist alles nicht in diesem Comic drin. Das ist nicht drin. Nicht drin. Nein. Ja, genau. Nein. Also ihr könnt mir sowieso nicht, ne? So eine kleine Stromstoßdrohne auch nicht. Falls man das dann nicht zahlt. Eine Drohne, meinst du eine technisch gebaute oder meinst du eine lebendige Drohne? Das würde ja passen zum Ja. Ja. Also der Comic ist ganz schön abgespaced, der ist ganz schön witzig. Kommen ein paar geile, wie heißen das, immer wieder vorkommende Running Gags vor. Genau. Und der ist richtig lebendig, witzig. Da bin ich mal aufs nächste Heft gespannt. Oh, natürlich. Ich bin auf Feedback gespannt, weil ich habe bis jetzt nur wenig oder kaum Feedback bekommen. Einfach uns anschreiben oder du Comic-Cookies anschreiben oder ich weiß nicht, wir ich wollte gerade sagen, eine Bezugsquelle haben wir noch unterschlagen, nämlich hier gibt es auch welche. Hier gibt es auch welche. Für Interessierte beziehungsweise für jemanden, der richtige Antworten gibt. Wir haben ja den Podcast heute vorne angefangen, da habt ihr meistens auch angefangen zu hören. Hört den bis zum Ende. Wir verlosen am Ende welche. Ja. Gar nicht so verkehrt. Mhm. Dann kommt ihr auch zu Space Insects. Es gibt Hefte, die sind schneller durchgelesen, weil sie vielleicht seitenschwächer sind. Es gibt Hefte, die haben ein paar Seiten mehr, die haben ein bisschen mehr Inhalt. Mhm. Das Heft hat 2 Episoden, das heißt es ist eigentlich, mir kam es jetzt beim Lesen vor wie 2 Hefte an einem Doppelheft. Also ist richtig seitenstark. Wie viel hat 56 oder was hast du gesagt? Ja, 56 Seiten. 56 Seiten mit 2. Sind das Episoden, sind das Kapitel? Was ist das, was da jetzt Part 1, Part 2? An sich sind das jetzt eigentlich Episoden. Ich würde es eigentlich Episoden so machen, dass die erste dass der Pilot Milky Way in, das ist einfach Episode 1 und Episode 2. Und eventuell, wenn Little Wonder fertig ist, würde ich mit dem, oder vielleicht sogar zwischendurch mal so ein bisschen anfangen mit Episode 3. Cool. Mhm. Es gibt sogar schon einen Arbeitstitel, der heißt Die größten Versager der Galaxie. Mhm. Ja. Arbeiterameisen, Arbeitstitel, das passt zusammen. Gut. Ja, jetzt haben wir. Der Comic ist bunt, der Comic ist gedruckt. Gedruckt. Der Comic liegt vor. Ja, jetzt haben wir ja schon 2 Werke von dir, die sich so in Comics wiederfinden. Deswegen so ein bisschen mal die Frage in die Richtung, wie bist du denn überhaupt zu Comics gekommen? Hm. Naja, an sich war ich früher in meiner Kindheit kein so großer Comicleser. Ich habe eigentlich eher Cartoons gelesen, habe dann aber später, als ich älter wurde, hab ich herausgefunden, was alles überhaupt auf dem Comic basiert und habe mich dann, ich bin halt irgendwann auf den Comic-Stammtisch gestoßen. Und du hast Cartoons gelesen oder meinst du jetzt
Ja, ich habe Cartoons gelesen und ich habe Comics geguckt. Mhm. Weißt du noch, was du also, erst gelesen hast? Zeichentrickfilme meinst du geguckt? Auf Tele 5 auch. Und ja, so. Ja, unter anderem ja. So. Unter anderem so. Hm? Und ja, so ging es mir auch. Also ich habe ja auch viel so Zeichentrickfilme geguckt oder Serien und sowas und dann irgendwann festgestellt, oh, da gibt es ja einen Comic zu. Ach nee, das basiert auf dem Comic. Ja. Und da war ich auch irgendwann mal in einem Comicladen. Ja. Und dann beim Comic stammte ich. Krass. Verrückt. Ja. Aber so ähnlich war es bei dir ja auch dann. Ja. Ja, okay. Was war so dein erstes Comic? Weißt du es noch? Was? Mein erster Comic. Oder womit ging es los? Ich weiß nicht mehr richtig, ob das wirklich der Anfang ist. Ich habe früher auch mal so andere Comics gelesen, aber das, woran ich mich das letzte Mal den letzten frühesten Comic, an den ich mich erinnern kann. Ja. Das war, nachdem ich mich wieder mit Marvel beschäftigt habe, nachdem diese ganzen Filme rauskamen und ich dann festgestellt habe, dass das dass dieses Marvel Cinematic Universe so eine ziemlich verkettete Filmreihe wird, und da habe ich mich dann mit Comics beschäftigt, die dann später verfilmt werden sollen, weil ich mich schlau gemacht habe, was kommt denn jetzt als nächstes? Mhm. Aber ich kenne diese Figuren gar nicht. Und dann habe ich mal so nachgeschaut, Doctor Strange und Guardians of the Galaxy, Ant-Man, weil das sind alles so Charaktere, die kannte ich eigentlich so aus diesem Marvel-Franchise so gar nicht so richtig. Ich habe es vielleicht mal gehört, aber an sich habe ich mich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Und dann war ich eigentlich, das hat dazu geführt, dass ich Marvel-Universum an sich eigentlich eher so ein Doctor Strange-Fan wurde, weil ich den Comic dazu gelesen habe und festgestellt habe, was ein verrückter Charakter das eigentlich ist. Ja. Bevor der Film kam, hast du dich schon mal mit beschäftigt? Liest du bis heute Doctor Strange? Nicht mehr, weil mittlerweile bin ich nur noch am Zeichnen und am Machen und ich komme eigentlich kaum noch dazu zu konsumieren. Ist aber die richtige Richtung. Heutzutage findet der Doctor Strange ziemlich strange. Kennst du Doctor Strange Pork? Was? Es gibt Schweine in Weltall bei Muppets. Ach so, ja. Doctor Strange Pork. Ah, okay. Oh. Ja. Aber der hat nicht die Fähigkeiten wie Dr. Strange. Sondern? Der hat andere Fähigkeiten. Ja. Die hier jetzt nicht in dieser Episode weiter näher beleuchtet werden, also, vielleicht mal in einer zukünftigen. Was für ein Doktor ist das denn? Ein Schweinedoktor ist das. Ein Schweine? Ah, okay, das sagt schon vieles aus. Ach ja. Lieber Zuhörer, sagt uns, was euer erster Comic war, und erzählt uns, welches euer erster Comic war, den ihr verdrängt und vergessen habt, dass ihr heute nicht mehr wisst, dass es euer erster Comic war. Also manchmal fällt einem sowas ja nach 20 Jahren wieder ein. Hm. In 20 Jahren schreibt uns, was dieser Comic gewesen ist, und in 20 Jahren schicken wir euch dann ein Space Insect Comic. Bis dahin hat das auch riesigen Sammlerwert, also bis dahin ist es längst vergriffen und wertvoll, und seid gespannt. Mhm. Solange der Vorrat reicht. Solange der Vorrat reicht. Ja. Lass dir bloß nichts gefallen, steht noch auf dem Cover drauf. Genau, das ist das Slogan. Ich habe mir auch gedacht, ja, okay, du kippst das einfach mal so in diese Richtung. Ich habe letztens mal diese Dokumentationsreihe The Toys That Made Us geguckt. Mhm. Und da habe ich auch festgestellt, wie überhaupt so Franchises entstehen. Und das waren echt interessante Facts, die ich da mitbekommen habe, und da habe ich mir gedacht, okay, da sind sehr viele Ideen, wie die überhaupt darauf kommen, so einen Slogan zu machen und so, und dann habe ich mir gedacht, okay, du musst dich einfach orientieren an das, was die Leute heutzutage stört, und musst ein Bedürfnis in denen füllen. Und da habe ich mir gedacht, okay, die Leute sind heutzutage so ziemlich genervt mit ihrer Arbeit, deswegen diese Thematik hier. Mhm. Also viel muss ja nicht auf alle zu treffen, aber es gibt halt viele Leute, die sind entweder unterbezahlt oder haben Probleme mit ihren Chefs oder ihren Arbeitskollegen. Und da habe ich mir gedacht, okay, in diesem Comic dürfen die sich verlieren, und dann machst du deutlich, indem du dann ganz vorne einfach mal hinschreibst, lass dir bloß nichts gefallen. Denn ich denke, das spricht die meisten an. Es gab einen anderen Slogan, den ich wollte ich vorher machen,
Wie war der nochmal? Esst mehr Schwein, es schmeckt so fein. Das wäre vielleicht für den nächsten Comic. Der war es nicht, gut. Oh je. Naja, vielleicht fällt er mir auch wieder nach 20 Jahren ein. Ja. Dann glaubst du, es wäre deine Idee. Ja. 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 Aber wir wollen heute gar nicht in 20 Jahre wechseln, sondern wir bleiben hier, oder? Erstmal, ja. Ja. Gut. Liebe Hörer, diese Episode findet jetzt statt. Ihr könnt sie auch jetzt hören. Ihr müsst nicht stoppen, in 20 Jahren weiterhören. Hört einfach weiter. Ja. Wollte ich nur mal so zwischen einwerfen. Ach so. Ja. Jetzt, wo wir fast am Ende sind. Wir wissen doch, das Internet vergisst nie. Ja. Das Internet vergisst nie. Ja. Ja. Hast du denn noch andere Projekte, die du, sagen wir mal, in Aussicht, also Ideen? Es muss die jetzt natürlich hier nicht verraten, sonst sind die weg. Aber, ja genau, die sind ganz schnell weg. Wir werden ja alle, ich meine, das kriegt ja sowieso dann irgendein Unternehmen mit und reißt es sich unter den Nagel. Die spionieren uns ja alle aus. Ja. Die hören immer unseren Podcast. Die hören immer heimlich mit hier. Ja. Genau, die hören jeden Podcast mit. Aber der Steffen, der dreht ab und zu einfach so den Lautsprecher für die Unternehmen ab, dann hören die nichts. Ja. So wie er unser Mikrofon ein- und ausstellen kann, so kann er auch für die Zuhörer den Lautsprecher abstellen. Oh je, wenn das die Illuminaten mithören, ne? Ja, welche Illuminaten, die normalen oder die Super-Illuminaten? Oh, der wird nicht besser. Der wird nicht besser. Die dazwischen. Die dazwischen? Zwischen? Ja, die, über die man nicht redet. Ach so. Genau, die Illuminaten. Ah, zwischen Dunkelheit und Donner ist noch Blitz. Gibt es noch Blitzilluminaten? Verstehe. Also zu der Frage, momentan gibt es sogar noch ein anderes Projekt, das heißt Wartime Adventure. Das ist so ein Spiel, aber ich werde jetzt nicht so ins Detail reingehen. Mhm. Dazu bräuchtest du eigentlich zwei extra Podcasts, weil das so umfangreich ist. Mhm. Der stellt mir doch extra Podcast. Heute nicht dabei, aber er jongliert mit Podcasts. Ja. Naja, das ist so ein Pen and Paper Rollenspiel, das haben wir mal auch auf Conventions gezeigt, auf der Dreieich-Eichkorn waren wir mal. Mhm. Und die Idee war einfach, ich wollte mit anderen Studenten ein Pen-and-Paper-Rollenspiel machen. Oder eher gesagt, wie eine Art Computerspiel, wie ein Pen-and-Paper-Rollenspiel mit dem Feeling und den eigentlichen Fun-Punkten, ja, die man aus Videospielen kennt, und wollten sie auf ein Pen-and-Paper-Spiel übertragen, sodass ein Pen-and-Paper-Spiel genauso viel Spaß macht wie ein Videospiel. Mhm. Und deswegen habe ich mich auch von alten PS2-Titeln sehr beeinflussen lassen, wie Onimusha 2 und so, und habe da dort Skill-Systeme, Crafting-Systeme und so eingebaut. Dabei ist ein Riesenformat entstanden an extra Erweiterungsset und so. Und dabei ist das Universum explodiert. Ja, genau, das ist Urknall. Und das, was ihr momentan öffentlich von diesen Titel auch kaufen könnt, das ist an sich Dr. Patrick und die Insekten. Das ist ein illustrierter Roman, den man auch als E-Book kaufen kann. Mhm. Und erzählt an sich so ein bisschen dieses Universum aus einer anderen Ecke im Universum. Es ist kompliziert, aber das ist dann eher für Ältere. Und momentan ist es so, dass diese illustrierten Romane, es gibt auch Ideen zu späteren Büchern, die ich ausschreiben möchte, jetzt aber nicht kann, weil ich jetzt nämlich diese Dreifaltigkeit von Space Insects, Little Wonder und Wartime Adventure habe. Mhm. Und diese drei Titel liefern sich gerade gegenseitig so einen Wettbewerb, und ich bin mal gespannt, welcher von diesen drei Titeln am schnellsten wirklich an die Spitze kommt und scheißberühmt wird. Mhm. ich denke mal, dass es Space Insects wird, weil ich glaube, Space Insects
verkauft sich gut und also Sex in Space würde sich besser verkaufen. Nee. Das klingt wie die Porno-Version von Lost in Space. Oh je. Ja. Ach Mann, ich kann doch auch nicht anders. Also ich kann auch nicht anders. Mir wurde schon zugesagt, dass ich mir immer zu viel aufheize und deswegen, bevor ich Little Wonder da jetzt nicht weiter nicht fertig kriege in dieser Comic-Sache, sollte ich da wahrscheinlich auch keinen weiteren Titel hinzufügen oder kein weiteres Projekt, weil mich das sonst selber überfordern würde und die Universen, die da expandieren, die würden mich selber erdrücken. Mhm. Deswegen bleibe ich erstmal bei diesen drei Dingen. Und ich meine, deswegen habe ich das ja jetzt so auch so eingeteilt, dass Space Insects jetzt erstmal als Pilot für eine Serie gepitcht wird und so nach dem Motto, mach den Anfang und den Rest lässt du andere machen. Mhm. Und Little Wonder mache ich selber erstmal fertig und dann, das ist dann nämlich so mein eigentliches richtiges Projekt, das ich selber ohne Abhängigkeit von anderen fertig mache und Wartime Adventure, das ist aber so ein Dauerprojekt, das haben wir jetzt schon seit, ich glaube, über 11 Jahre oder so am Starten mit Leuten, die dazugekommen sind und mich drängen, ja, mach das weiter. Und du darfst das nicht auf Eis legen, mein Gott, wir haben bald wieder Reichkon und so. Also die Leute... wir haben zu viel Freizeit. genau. Und mach das fertig. Ja. Mach das weiter. Aber, ja gut, deswegen, Wartime Adventure wird da hin und wieder mal am Rande gemacht. Space Insects ist an sich als Comic jetzt, als Comic, sage ich mal, vorläufig abgeschlossen, weil das ja eigentlich nur der Pilot werden sollte. Vielleicht machen wir das als Comic weiter, weiß ich nicht. Das wissen wir aber erst, wenn Little Wonder fertig ist. Was heißt wir? Ich und der Kollege, der die Raumschiff-Designs von Space Insects gemacht habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den hier namentlich nennen will, weil ich nicht weiß, ob der namentlich genannt werden will, aber er steht auf jeden Fall auf dem Comic drauf. Weil er steht auf dem Heft drauf. Ja, genau. Ja. Jo. Na denn, hast du noch Themen? Wir dürfen zum Schluss natürlich die Verlosung nicht vergessen. Ja. Wollen wir noch den Gewinner von der letzten Verlosung zumindest schon mal bekannt geben? Er ist von uns ermittelt worden. Ja. Wir müssen noch das Paket schnüren, also bitte noch etwas Geduld. Wir haben es noch nicht losgeschickt. Das dauert alles immer ein bisschen bei uns, weil so ein Paket schnürt sich auch nicht von alleine. Nee, weil das, was reingeschnürt wird, muss ja erstmal herkommen und die Leute, genau, die dazu was beitragen möchten, die wohnen alle woanders. Mhm. Und dann müssen wir das sozusagen einfordern, dann kommt es irgendwann zusammen unter eine Schnur und dann kriegt der Gewinner es losgeschickt. Und zwar ist der Gewinner... Trommelwirbel. Oh. Kommando Trommele. Der liebe Fabian. Fabian, herzlichen Glückwunsch. Genau. Und mitmachen lohnt sich immer. Also heute auch. Und heute auch. Wie machen wir das denn heute? Wir machen wieder live Brainstorming, wie wir hier die Comics rauskloppen. Ja, also es gibt Space Insects, das Comic-Heft zu gewinnen. Ihr müsst uns kontaktieren. Das auf jeden Fall schon mal irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendjetzt. Und was muss dazu noch getan werden? Haben wir eine Idee? Generous Gordon. Wir könnten das vielleicht so machen. Ihr könnt, ja, mach doch vielleicht einfach mal. Mach doch einfach mal, genau. Einfach machen. einfach swimmen. Vielleicht können die irgendwie eine Idee machen oder vielleicht selber ein Space Insect kreieren. Genau. Macht. Als Bild verschicken oder so? Ich weiß. Ja, schafft es nicht unbedingt als Bild sein. Kann auch einfach als geschriebenes Format wahrscheinlich sein, oder? Ihr könnt entweder so einen Charakter selbst basteln, zeichnen, entwickeln. Genau. So ein bisschen was zu, was ihr euch dazu gedacht habt. Ihr könnt einen nächsten potenziellen Titel euch ausdenken, was die nächste Episode von Space Insect von Namen her sein könnte. Mhm. Genau. Und ich mache da noch irgendwas Drittes. Zeigt auf mich. Was Geschriebenes, was hast du da? So eine Idee. So eine Idee halt. Ja. Das wäre das Dritte, genau. Genau. Und wenn ihr alles drei macht, dann habt ihr
auch eine einfache Chance zu kriegen. Na, jetzt haben damit wir nicht gerechnet, oder? Wir fangen hier gedacht, nicht so an mit like das doch und teilt das dort und dann habt ihr die dreifache Gewinnchance. Nee, sowas gibt es bei uns nicht. Ihr könnt das Comic liken, wenn ihr es gewonnen habt und gelesen habt und ihr mögt es, dann liked ihr es. Mhm. Also nirgends auf einer Plattform, sondern ihr mögt es dann. Das ist nämlich die Übersetzung davon. Verrückt. This is the translation for like. Mögen. Okay. Yes. Ja, dann wissen wir Bescheid. Also irgendwas mit Space Insects, lasst euch mal was einfallen. Entweder, yes, wie gesagt, einen neuen Charakter, wie der, was das sein könnte. Mhm. Da, oder eben eine neue Geschichte darum. Oder irgendwie. Genau, so. Ein Story. Das Einzige, genau, was nicht geht, ist es zu kreuzen mit Earth Elephants. Das geht leider nicht. Aber Space Insects, sonst alles. Ja. Ja, genau. Wir sind langsam am Ende angekommen. Ich sehe da hinten schon das Ende. Ja. Siehst du es auch? Ja. Das Ende des Universums rückt immer näher. Ja, davor müsst ihr aber keine Angst haben, liebe Zuhörer. Wir haben auch keine Angst. Also wir zeigen sie nicht. Lieber Gordon, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Uns von deinen Projekten erzählt hast. Vielen Dank auch, Gordon. Lieber Invisible Gast, vielen Dank, dass du da warst. Hab ich gern getan. Was soll denn das? Ja, Invisible Gast hat dir zwei Stinkefinger gezeigt. Stinkefinger-Einhorn. Kennt ihr das, liebe Zuhörer? Ach ja, können wir auch noch was erwähnen, weil Stinkefinger-Einhorn. Ich weiß nicht, ob du es erwähnen möchtest, aber ich habe es mal Stichwort gegeben. Genau. Jetzt, wo du es erwähnt hast, fällt es mir wieder ein. Stinkefinger-Einhorn taucht ja auch in dem Comic auf, ja. Mhm. Und ja, wenn es lest und es findet, das wäre eigentlich auch eine Idee für die Verlosung, ja, schreiben, dass die es gefunden haben. Auf welcher Seite, in welchem Panel? Genau, welche Seite und welchem Panel. Ja. Aber können sie ja noch gar nicht, wenn sie das Comic noch nicht haben. Deswegen findet das danach statt. Ja. Das ist dann das Gewinnspiel zum zweiten Heft. Ja. Das habe ich nicht zu Ende durchgedacht. Ihr könnt natürlich raten, auf welcher Seite. Aber ja, das könnt ihr auch machen. Die Chancen sind sehr... Genau. Es hat 56 Seiten. Ja. Wenn es richtig erratet... Keine Seite hat mehr als 10 Panels. Also ratet nicht Seite 58, Panel 12, wenn ihr gewinnen wollt. Oder ihr könnt raten, auf welcher Seite, auf welchem Panel es nicht ist. Wenn es zufällig genau trifft, habt ihr gelöst. Apropos raten, wenn dann die Hörer gewinnen, in 5 Jahren ist Comic 2. Ja. Könnt ihr dann auch einen Raten zahlen? Oh mein Gott. Bevor die Witze noch ins Unendliche über den Rand des Universums herauspurzeln. Kragen. Lass das purzeln. Steffen, jetzt lass bitte das purzeln. Jetzt geht's noch eine Runde purzeln. Ja. Vielen Dank und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. No.